Maniacs vs. Macho-Muskeln. Okay, nächste Mannschaft. Kein neues Teammitglied. Ich habe jetzt Gigantenmauer Mark beigebracht. Einfach so, weil ich es lustig finde. Und alles große Spieler, kann das sein? Ich glaube, ja. Macht mehr Sinn. So, nächstes Stadion. Das ist ja, glaube ich, noch... Ach, das ist ja jetzt mit Bande, ne? Gibt ja keine aus mehr. Stimmt ja. Bestes Stadion ever. Soul hat ja auch einen guten Vorteil wegen Wind. Wegen Feuer. Boost in der diesem Stadion. Sehr gut. So. Genauso wie Eierkuchenknaller. Hat auch, ist auf jeden Fall auch Head schneller. Hm? Schneller und stärker. Also auf jeden Fall stärker. Aber das andere nicht so wirklich. Ja. Ich glaube, den werden wir jetzt nicht besiegen. Oh, doch. Cool. Nein, ich wollte das nicht so machen. Das war nicht so mein Plan. So, Bellatrix hat immer noch nichts. Hältst du was auf? Oh, yes. Soul? Dein Ernst jetzt? Steht er einfach da so. So. Dann wollen wir mal Schattenspeer trotzdem nutzen. Wir müssen ja irgendwas machen. Okay, wir sind ein bisschen leise im Hintergrund, aber naja, was soll's. Ist halt so. Anderes eben Fokus. Musik ist nur so ein bisschen. Im Hintergrund. Haben die einen Käferanzug an? Ich glaube, ja. So, Windhose. Yes. Ja, knapp. Aber immerhin. Die gute Dame muss ja gelevelt werden. Der Ball kommt auch an. Wunderbar. Nein! Halt mich nicht auf! Verdammt. Ich dachte, ich hab noch. Ich kann noch schießen. Los, Sparrow! Schade. Uh oh. Mit diesem Blick. Okay. Oh, freie Bahn. Ja, komm, Gigantenmauer. Okay, der macht nichts. Ja, okay. Da bin ich beruhigt. So, guck mal. It's a giant Mark. Ja, ich muss unbedingt Mark Gigantenmauer beibringen. Das war einfach. Ist einfach zu witzig. Ist abseits, oder? Obwohl, nee, noch nicht. Da stand ja noch einer. So, Sonnenwind. Let's go. 443. Du machst nichts. Sehr nice. Mina! 2-0. Ja, noch haben wir noch einen Vorteil. Dass wir hier. Oh nein! Kommt gleich die Bounce Arena? Oh no. Das wird ätzend. Warum hat die Bounce Arena nicht diese Feuersäulen oder sowas ähnliches wie Ragnarmrand? Dann würde ich sogar sagen, die ist nicht so schlimm, weil man damit arbeiten kann. Aber so ist es doch. Ey, das. Nee. Nee. Ah! Links! Verdammt! Was machst du? Monsterkneifen.
Ach. Kabuki. Ich glaube, den kenne ich auf jeden Fall. Boah, 2 Tore nur. Das müssen wir in der anderen Halbzeit auf jeden Fall anders machen. Oh yes. Team Level 35, okay. Wir sind immer noch höher. Wir könnten Souls, wenn wir wollen, einsetzen. Aber... eigentlich schon unfair, oder? Aber ich will auch den S-Rang haben. Big Z, geh weg. Nice. Oh, wir können noch mal... yes! Wir können noch mal so einen Wind einsetzen. Mittlerweile hat er jetzt so viel TP, dass er auch wieder sich erholt. Dass wir zweimal so einen Wind und oder Solaris einsetzen können. Nice! Wurde auch Zeit. Dass er eigentlich wieder ein bisschen regeneriert und wieder was einsetzen kann. Konnte das schon vorher? Nee, ne? So, wir haben noch keine Auswechselspieler. Und? Yes. Windhose leveln. So. Feuer, Feuersturm, Schattensperr. Solange ich noch diese Brückensmannschaftsspieler, noch Brückenspieler haben, sollte ich alles ausnutzen, was ich habe. Ist einfach so. Noch haben wir sie. Später nicht mehr. Weil nach und nach verlassen die uns ja dann. Wenn wir, wenn ich die Mannschaft finden werde hier. Ich hoffe bitte den ersten Strang, das wäre ganz gut. Wenn nicht, dann ja, habe ich Pech. Dann ist es halt immer doof gemacht, wenn man halt gewisse Items aus den Touren braucht. Ist einfach so. Ja, Schattenspeer und dann holen wir uns die 5-0. Komischerweise macht dieser Spieler nichts. Merkwürdig. Oh, jetzt kommt Overhand-Renner. Ja, den hält er doch. Wollte gerade sagen. Jetzt macht er ihn. Kein Abseits. Schwarze Asche. Ist zwar Wald, aber ich glaube, selbst mit Overhead könnte es schwer werden. Okay, und mit Overhead wissen. Nein, du wirst auf jeden Fall und den Ball brennen. Aber tut er nicht. Gut, dann ist das bis 5-0. 5-0. Also ihr könnt mir über Miximax ein bisschen mehr aufklären. Ich glaube, das Miximax ist wirklich stärketechnisch nicht mehr so wie in Go 2. Es ist, glaube ich, einfach nur Aussehen und mehr Technik. Das war's. Bei Swerve werde ich, also am Anfang werde ich das vielleicht machen und vielleicht werde ich die wieder rausnehmen, wenn das keinen Vorteil bringt. Wahrscheinlich nicht. Macht ja wenig Sinn, wenn ich irgendwas nutzen soll. Ach komm, wir machen Hyperschiene. Was soll's. Und Bixi ist tatsächlich der Kapitän der Mannschaft, okay. Ich hätte ja gedacht, dass es jemand anders ist. Aber naja. Nein. So, Lenta, zeig, was für ein Waldspieler gegen einen Feuerspieler anrichten kann. Nämlich gar nichts. Jawohl, doch, schon. Ja, besonders nicht mit Overhands, Brenner. Auch eine interessante Technik. Flammenfäuste haben die, ne, brennende Fäuste haben die nicht wieder reingebrochen, ne? Boah, das wäre sowas so. So.
Saugstauber gegen Ein-Mann-Sensor. Okay. Oh mein Gott, ein Crit. Shukuma hat Crit. Nice. So, Rostwelle. Guck, guck. Die Alpintechnik. Und zack. Bam, Alter. So läuft das hier. 129, ja. Jetzt macht die ganze Zeit Overhand-Brenner. Das ist so bescheuert. Aber okay, wir haben 5-0. Was will ich mehr? Gewann ist gewonnen. S-Rang ist S-Rang. Sehr schön. So kann es weitergehen. Schöne Erfahrungspunkte, schönes Geld, wenn wir die nächsten Spieler direkt dann upgraden können. Ist ja auch nicht schlecht. Feuereiferschuhe. Und Silbermünzen. Nice. Zentrifuge. Okay. Und Känguru-Tritt, eine Erdtechnik. Ja gut, dann... Oh mein Gott. Bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Und wenn euch was gefallen, geholfen hat, wenn ja, lasst es mich wissen. Und wir sehen uns dann hoffentlich dann beim nächsten Spiel. Also, bis dann.